Ja, meine Freunde, das kam jetzt so ein bisschen aus dem Nichts. Und zwar kam gerade eine Transfermeldung rein, die ich dann doch sehr interessant fand. Johannes Eggestein wechselt wieder nach nur einem Jahr bei Royal Antwerpen, da wo wir ihn ja abgegeben haben, wechselt er nun zum FC St. Pauli. Und zwar, also, was heißt, und zwar, es wurden keine Angaben gemacht, wie jetzt der Wechsel genau zustande gekommen ist, wie viel Ablöse oder sonst was. Aber er soll wohl fest gewechselt sein, das heißt per Ablösesumme. Ich zeige euch mal ganz kurz das Profil von Jojo Eggestein nochmal, damit ihr so ein bisschen vielleicht einen Überblick auch nochmal habt. Hier 1,8 Millionen ist sein Marktwert noch, 24 Jahre ist er mittlerweile alt. In der vergangenen Saison hat er in der belgischen Liga nur 16 Spiele gemacht von 32, davon keins in der Startelf und nur zwei Torvorlagen. Ist natürlich aber auch schwieriger, weil man eben keinen Startelf-Einsatz hatte. Ja. Jojo Eggestein, ich sag euch ehrlich, ich hätte ihn unfassbar gerne bei uns unter Ole Werner gesehen gehabt. Nicht unter Anfang, sondern unter Ole Werner. Als Doppelspitze Backup wäre er bestimmt eine interessante Wahl gewesen. Für mich zumindest. Ich habe ihn immer sehr, sehr gemocht. Ich finde ihn sehr, sehr sympathisch. Und es gibt nicht viele Ex-Werderaner, für die ich jetzt, sage ich mal, nochmal ein extra Video machen würde, jetzt bei so einem weiteren Wechsel zu dem nächsten Verein. Aber hierzu dachte ich mir doch, würde ich dann schon ganz gerne mal meine Meinung sagen und dies in dem Sinne einfach positiv, denn ich freue mich sehr für Jojo Eggestein, dass er jetzt wieder zurück in Deutschland ist, dass er in der zweiten Liga spielt, bei Pauli spielt. Ich wünsche ihm da ganz, ganz viel Glück. Ich hoffe, dass er es da packt, dass er sich wieder zeigen kann, dass er so auf dem Radar wiederkommt und ja, natürlich könnte es auch rein theoretisch sein, dass wir an dieser Ablösesumme auch vielleicht nochmal Geld bekommen, wenn es vielleicht im Hintergrund eine Weiterverkaufsgebühr gab. Könnte, wie gesagt, sein, muss nicht sein, das können wir nicht sagen. Welches Profil bekommt da eben Pauli? Da können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Jojo Eggestein hat ein Profil von 10 Europa-League-Spielen, 2 Qualifikationsspielen. Übrigens in den 10 Europa-League-Spielen hat er auch 2 Tore gemacht. 46 Bundesliga-Spiele, 5 Tore, DFB-Pokal 9 Spiele, 1 Tor. In der österreichischen Liga hat er 28 Spiele gemacht und 12 Tore. Und in der zweiten Liga hat er ein Spiel gemacht. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück. Ich glaube, dass Pauli einen guten jungen Mann jetzt geholt hat. Und ich hoffe, dass das so klappt bei euch, sage ich mal in dem Sinne. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ja, dann sehen wir uns gleich um 18 Uhr beim Stammtisch und können darüber auch gerne nochmal gemeinsam weiterreden.